Yo, servus meine Freunde, willkommen zu WWE Supercard. Heute nur ein kurzes Video. Hallo, warum Querformat? Ich hoffe, es wird sich gleich fangen. Hallo Roman, andersrum gehörst du? Ja, müssen wir gleich mal gucken, was hier nicht so läuft, wie ich es will. Ich gebe ihm einfach ein bisschen Zeit, weil ich will noch was Kurzes sagen. Also, heute nur ein kurzes 5-Minuten-Video, denn meine Fusion ist fertig und die dachte ich, mache ich doch auf jeden Fall mit euch auf BlueStacks. Hallo? Bin ich ja geil vorbereitet. Ja, und ich habe mittlerweile ja 5 Fusionen am Start. Aha, jetzt hat er es kapiert. 5 Fusionen am Start. Das heißt, das ist jetzt die 6. Da muss es doch ein Pro geben. Ich habe noch nicht Bobby Wood. Ich habe noch nicht Carmella. Ich will aber auch beide nicht zwingen haben. Lieber den Pro. Und das machen wir jetzt zusammen. Darum wird nur ein kurzes Video. Ich weiß, ich bin mit den Videos gerade ein bisschen hinten dran, aber dafür streame ich ja oft. Was für eine Ausrede habe ich für die Videos? Ich bin gerade zu faul, weil ich Diablo 3 spielen will, aber auch viel auf Arbeit zu tun habe. So, hier ist die Fusion. Wir gehen nochmal kurz wirklich die Fusionskarten durch. Und dann machen wir sie auf. Zur Mae Young. RTG, da haben ja schon viele Leute ihren Senf dazugegeben. Och, BlueStacks, was gehst du einem denn heute auf den Senkel? Und da muss ich sagen, ich fühle mich ein bisschen vertrollt. Ich finde es witzig, ja, aber ich finde es nicht witzig, dass ich jetzt eine richtig, also ein WrestleMania 33, sie wird meine zweitbeste Diva sein und dass dann meine anderen Diven gegen eine Oma, ja, ich weiß, sie ist eine Legende, ich möchte auch ihr nichts machen, ich finde das nur scheiße von Supercard. Jetzt haben wir wieder eine Karte, wo wir nie wieder ein anderes Bild dafür kriegen werden, also wo ich mir zumindest mal sicher bin. Ah, hier, Jericho war der dritte. Wo wir nie ein anderes Bild kriegen werden und das finde ich halt ein bisschen schade. Und darum finde ich das etwas getrollt. Ich finde es, wie gesagt, witzig mit dem Bild. Hier haben wir auch noch eine Belohnung, die wir einfordern können. Aber mehr auch nicht. Schade, dass es halt wieder was ist, wo nie es eine Alternative geben wird. Und hier nochmal 150 Credits, damit ich mich durch die RD quälen kann. RD finde ich den schlimmsten Spielmodi. Und dann gucken wir mal. Ja, also wie gesagt. Ich würde mich jetzt sehr über ein Pro freuen. Und wenn das kein Pro ist, dauert es bei mir ewig, weil ich muss jetzt, das ist die letzte Fusion, die ich machen konnte, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und darum Belohnung einfordern. Ich will nicht rumquatschen und. Yes! Ah, und gelber Pfeil! Richtig gut! Richtig gut. Sehr, sehr nice. Irgendjemand hatte mir den gestern auch getweetet, dass er den auch Pro geschickt hat, hat mir die Werte geschickt. Sehr, sehr geil. Das ist sogar. Den liebsten Pro, den ich natürlich Diva, da sagt man nie nein, aber der liebste Pro, den ich haben kann, weil für das RTG, nein, das stimmt überhaupt nicht, für das RD-Deck ist er halt nochmal ein gelber Pfeil nach unten, der mir da hart fehlt. Und wenn er Pro ist, wird er sich hier als letztes Karte einreihen. Und das heißt, ich habe dann nur noch Goldberg und Brock, die nicht Event oder wie auch immer sind drinne und darum, ich sag's einfach nur nochmal, neue Stufe muss her und ich hoffe ihr, nee, ich weiß, dass ihr das alle auch so seht und wie gesagt, ich habe gesagt, wird ein kurzes Video. Ich werde Samstag, heute haben wir Samstag, heute mal Abend den Stream anschmeißen, ein Stündchen und morgen werde ich ihn auf jeden Fall auch nochmal anschmeißen. Auf Twitter, Instagram halte ich euch damit auf dem Laufenden. Und ja, bis dahin würde ich sagen, level ich mal meinen Alistair Black. Härte, da kann Brock nicht, kann Goldberg gegen Undertaker nichts machen. Ich würde jetzt mal behaupten, die härteste normale Karte im Spiel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Triple H ist, glaube ich, auch Kraft. Ich weiß gar nicht, wie Triple H prockt. Machen wir mal so. Krafthärte, auch tatsächlich gewinnt Roman gegen einen ungepumpten Goldberg, aber das macht nichts. Die Runde haben wir schon gemütlich gewonnen. Und naja, heute auch ohne Greenscreen. Ihr seht's, wie gesagt, ist nur ein kurzes Video. Ich hole das alles nach.
Hier Kraft, da ist mein Wow mittlerweile zweimal gepumpt. Woman Wains. Und dann machen wir hier unten. Ist es eigentlich scheißegal, wie wir starten, weil Sina Kraft Tempo, das gewinnen wir. Mein Sina ist mittlerweile voll playgelevelt. Wir können ihn gleich mal anschauen. Also ich denke, dass er voll geplaylevelt sein müsste, weil ich habe ihn viel gespielt. Gucken wir mal einmal da noch in die Werte rein. Hier, ich kann sie nicht polen. Oh. Darum, ich finde es schön, dass ich sie krieg für dann, dass ich wenigstens mal auch das Bild habe. Und so, hier ist Sina 49, 47, 48, 49, 9. Wenn wir auf Veredeln gehen, ist er komplett voll. Das heißt, wow. Da sind ein paar gute Werte rausgekommen. 49, 9. Er hat fast eine 50 auf der Karte stehen. Das finde ich heftig. Was denn sonst der höchste Wert, den wir auf einer der Karten haben? 49. 49, nee, 48 ist das hier. 49,4 in Kraft. Und selbst da ist Sina besser. 49,4. Was hat hier? 49,5. Ja, also Sina ist die abgefahrenste Karte bisher im Spiel. Selbst sein schlechtester Wert haut die Hälfte von denen, die. Also hier, da verliert er knapp. Hier verliert er knapp. Okay. Also Herd ist wirklich so sein. Das ist ein wirklicher Schwachpunkt, aber trotzdem, ich könnte mal gucken. Ich finde das Bild eigentlich ganz cool. Ich wollte mal nach dem Season 1 Bild gucken, aber das lassen wir jetzt erstmal. Und Leute, ich freue mich, wenn ihr beim Stream dabei seid. Ich gucke, dass ich bis dahin schon. Nein, denn das werde ich nicht schaffen. Alistair Black bis dahin zu. Schnell noch eine gewöhnliche Fusion starten. Oh, den habe ich ja noch. Das dauert, glaube ich, eine Minute, gell? 5 Minuten, meine Güte. Naja, auf jeden Fall war's das. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.